Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Niedersachsen-Derby bei uns im Eintrachtstadion. Endstand 0:0. Ich darf unsere Gäste in den Businessbereichen begrüßen und die beiden Cheftrainer Stefan Leitl und Daniel Scherning. Herr Leitl, als Gast haben Sie das erste Wort. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, ich denke, man hat heute wieder gespürt, wie viel Druck auf dem Kessel war heute. Speziell bei uns dann auch so, klar, intensives Spiel. In Derby ist immer intensiv, aber dann so die Art und Weise, wie wir es angegangen sind, zu viele lange Bälle. Wir hatten vorne kaum Situationen, wo wir die Bälle festmachen konnten. Wenig Fußball, wenn es uns dann mal gelungen ist, im Übergangsbereich zu spielen, dann sah es auch ganz ordentlich aus. Ja, insgesamt denke ich, dass wir vielleicht einen Ticken näher am Sieg waren. Mit von der Qualität der Chancen her, auch wenn die natürlich eher oder nicht häufig vorhanden waren. Und in Summe denke ich mal ein gerechtes Unentschieden, was glaube ich so beiden nicht richtig weiterhilft. Aber gut, ist für uns so, dass wir 6 Spiele jetzt in Folge weiterhin ungeschlagen sind. Das nehmen wir natürlich mit als Positives. Und jetzt geht es darum, in die neue Woche zu gehen. Wir haben wahnsinnig viele verletzte Spieler aktuell. Ja. Auch hier nochmal Enzo Leopold auf Punkt fit geworden. Harvard Nielsen eigentlich gar nicht geplant gewesen zu spielen, der sich nochmal zur Verfügung stellt und 3 Minuten, 5 Minuten dann auf dem Platz ist. Wir müssen jetzt gucken, dass die Jungs fit werden. Ja, dass wir gut in die Woche starten, um dann das Heimspiel gegen St. Pauli zu bestreiten, das wir dann definitiv gewinnen wollen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Leitl. Dann Daniel. Ja, gerechtes Unentschieden aus meiner Sicht. Man hat, glaube ich, uns angemerkt, wie viel Druck da war in diesem Spiel. Wir haben sehr nervös angefangen. Es ging heute viel um zweite Bälle, um direkte Duelle, um Competition, 1 gegen 1. Haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Haben es dann, glaube ich, so Mitte der ersten Halbzeit ein bisschen besser gemacht. Bezeichnen dann aber auch so die Situation mit Robert Ivanov und Hasan Kurucay, wo wir einfach, glaube ich, auch bessere Entscheidungen treffen können und uns dann auch selbst so ein bisschen im Weg standen. Zweite Halbzeit war ein bisschen mehr, wie ich fand, ein bisschen mehr Tempo im Spiel. Mit auch Möglichkeiten auf beiden Seiten, vielleicht 1-0 zu machen. So ist es ein gerechtes Unentschieden. Auf der einen Seite schade, weil wir natürlich das Derby gewinnen wollten. Uns selbst, aber auch unseren Fans diesen Sieg schenken wollten. Ich glaube, wir haben alles versucht im Rahmen unserer Möglichkeiten heute, aber die Qualität in den Aktionen war nicht so da. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und trotzdem sehe ich es dann auf der anderen Seite im Gesamtkontext der zweiten Liga für uns schon so an, dass wir heute einen Punkt mehr einfach haben und dass wir mit jetzt 31 Punkten dann auch eine Ausgangsposition haben, wenn wir uns jetzt mal ein halbes Jahr zurückerinnern. 5. November war es, glaube ich. 6. November sind wir angefangen. Waren wir tot. Jetzt haben wir 31 Punkte und sind für den Moment überm Strich. Das bedeutet gar nichts, ich habe das immer wieder betont. Trotzdem zeigt es unsere Entwicklung. Und auf die können wir auch insgesamt dann, denke ich, auch ein bisschen stolz sein. Aber dieser Punkt, den wir heute dazu gewonnen haben, den gilt es in den nächsten Wochen auch einfach ein Stück weit zu vergolden. Jetzt kommt die entscheidende Phase, für die müssen wir bereit sein. Deswegen nehmen wir das Ding so mit und arbeiten dann aufs nächste Spiel in Osnabrück ab morgen hin. Danke. Danke, Daniel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dort. Ich bitte Sie einmal, Ihren Medium und Ihren Namen zu nennen. Ja, Florian Krebs von der Bild. Tag zusammen. Moin, Servus. Frage an beide Trainer nach diesem auch sehr feurigen Derby. Weniger auf dem Platz vielleicht, aber dafür drumherum umso mehr. Wie geht es Ihnen denn, wenn die Raketen links und rechts fliegen und eure Spieler halt auch da mittendrin stehen? Ja, für mich war es das erste Mal in der Intensität. Raketen gehören nicht auf den Fußballplatz, das muss man klar sagen. Das gehört sich nicht. Ich glaube, dass dort auch dann eine Gefahr für die Spieler und für alle, die dort sind, einfach besteht. Und dass es ein intensives Spiel wird. Davon sind wir ausgegangen, dass es viel Druck dann auch auf dem Platz gibt, aber auch draußen drumherum. Gehört dazu. Ich glaube, dass Stefan ein bisschen erfahren ist, was Derbys betrifft. Aber ja, Raketen gehören nicht aufs Spielfeld für mich.
Ja, Daniel hat alles gesagt. Grundsätzlich hat Gewalt und solche Dinge beim Fußballspiel nichts verloren, ja, ganz klar. Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt ja, schon gelungen ist, einen guten Rahmen zu schaffen, um dieses Spiel dann auch stattfinden zu lassen. Und die Stimmung im Stadion war gut von beiden Seiten, so wie es auch gehört in dem Derby. Und trotzdem, wenn man das jetzt noch weglassen würde, dann glaube ich, kann man schon insgesamt von einer gelungenen Sportveranstaltung dann sprechen. Gibt es weitere Fragen? Da hinten geht die Hand nochmal hoch. Michael Richter vom Kicker, bitte. Ja, Stefan, nochmal zurück zum Sportlichen. Du hast in der zweiten Halbzeit in einem 10-Spiel, wo von deiner Mannschaft nicht so richtig der Impuls kam, mutig gewechselt. Es sah ein bisschen so aus, als ob du tatsächlich die Chance siehst, und hopp oder top spielen zu können. War das so? Wolltest du diesen Sieg dann mit den Einwechslungen holen? Und was sagst du zu dieser Schlüsselszene? Lars Gindorf hatte es auf dem Fuß. Wäre dann nochmal der Angriff auf die Tabellenspitze sogar möglich gewesen? Und was bleibt jetzt noch für den weiteren Verlauf für euch? Ja, wir wollten es natürlich gewinnen, deshalb auch diese Wechsel. Ich hätte mir einfach bisschen mehr Mut dann gewünscht von jedem einzelnen Spieler auf dem Feld, dann mehr diese Überzeugung zu haben, okay, wir gehen mehr auf Sieg dann nochmal. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich in die Lage der Spieler auch hineinversetzen will, muss, dass keiner natürlich dieses spezielle Spiel dann auch verlieren will. Und deswegen handelt man dann vielleicht eher vorsichtig statt mutig. Das sind Erfahrungen, mit denen wir oder die wir mitnehmen, um uns noch zu verbessern für die Zukunft auch. Und wäre natürlich um auf Lars zurückzukommen, eine tolle Geschichte für ihn gewesen. Ich finde, dass er insgesamt eine tolle Entwicklung genommen hat. Schon jetzt in den Spielen, ob Magdeburg oder jetzt Schalke und heute hier im Derby, einfach zeigt, dass er sehr nahe dran ist an der Mannschaft und sich es auch verdient hat, über gute Trainingsleistungen und gute Einsatzminuten dann zu spielen. Da gibt es eine weitere Wortmeldung. Die Kollegin kommt. Jonas Griss, Hannoversche Allgemeine Zeitung, auch eine Frage an Stefan Leitl. Du hast es ja gerade schon aufgegriffen. Du hast gesagt, es hat vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt. Hatten die Jungs, also du wirst es ja nicht so eingestellt haben, dass die Jungs viele lange Bälle spielen und wenig Fußball, obwohl das ja eigentlich eure Stärke ist im Vergleich vielleicht zu Braunschweig. Hatten die Jungs mehr Angst vor der Niederlage als Bock, als Mut für den Sieg? Würdest du das so sagen? Ja gut, wir wussten ja schon, was auf uns zukommt, und Daniel ja auch ein Trainer ist, der sehr mutig anlaufen lässt, und deswegen ist es schon auch erstmal wichtig, vielleicht die erste Pressinglinie dann zu überspielen, aber die muss man nicht nur immer hoch überspielen, sondern die kann man auch flach und vertikal überspielen. Ich glaube immer, wenn wir es geschafft haben, dort ins Zentrum zu spielen und Überzahl zu kreieren, war es auch stimmig in sich im Übergangsbereich, aber im letzten Drittel halt dann nicht gefährlich genug. Und irgendwann mal dann so, glaube ich, im Laufe des Spiels hat man dann schon bei den Jungs gemerkt, okay, wir nehmen lieber den Punkt dann nochmal mit. Und dementsprechend sind wir auch dann bei dem 0-0 geblieben. Was nochmal, das ist für uns natürlich auswärts ein erneuter Punkt. Es ist ein Nullspiel, ja, was auch wichtig ist. Für uns unsere Serie hält. Wir sind schwer zu schlagen. Aber jetzt muss ich auch nochmal natürlich auf Michael, weil da habe ich ja was vergessen zu beantworten, auf deine Frage nochmal zurückgreifen. Da fehlt dann halt dann einfach noch dieses letzte, ja, Ticken an Erfahrung, an Überzeugung, um dann tatsächlich Richtung Platz 3 dann nochmal angreifen zu können. Ist aber für mich jetzt auch nicht schlimm, weil es auch ein Teil unserer Entwicklung und unseres Prozesses ist. Wir sind nach wie vor die Mannschaft, die erst einmal in der Rückrunde verloren hat. Und das nehmen wir alles mit, und jetzt geht es darum, in den kommenden Wochen weiterhin kontinuierlich zu punkten. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Dem ist nicht so, dann sage ich vielen Dank unseren Gästen, einen guten Heimweg und einen schönen Sonntag. Dankeschön, tschüss. Ciao.